Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu dem ersten Bauvlog mit Baby. Ja, wir sind nicht mehr schwanger. Baby wird jetzt umhergetragen hier. Und ja, ich wollte jetzt kurz einmal die Baustelle zeigen, weil sich einfach richtig, richtig viel verändert hat. Der Felix ist hier auch dabei, da hinten. Wieder nur am Kriechen in irgendwelchen Ecken, wenn ich filme, ne? Immer, ne? Ja, genau. War und ich. Dann Lea? Ja. Das hat nichts mit dir zu tun. Genau, ich zeige das jetzt einfach mal, was sich hier so verändert hat. Wie gesagt, total viel. Ich weiß gar nicht, wo wir im letzten Bauvlog waren. Ich glaube, da habt ihr das Kinderzimmer noch. Stimmt, da hat das Kinderzimmer nicht mal USB gehabt. Also, ja, ich würde sagen, wir fangen auch im Kinderzimmer an. Weil das hat die meiste Veränderung hinter sich, würde ich sagen. Oh, das Kinderzimmer hat nämlich komplett USB, Reagips bekommen, genau. Und ich habe noch hochschwanger gespachtelt, aber. Ja, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Das ja, ist schon trocken, ist hier schon geschliffen. Da oben noch nicht. Seht ihr ja. Es muss da noch geschliffen werden. Aber hier ist so von Lia die Eingangstüre. Das mit dem Strom habe ich euch ja im letzten Update schon erklärt, warum wir was an Strom haben. Und hier wird dann später ihr Kleiderschrank hinkommen. So, und dann kommt hier der Wickeltisch schon hin. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Tada, alles zu, alles fertig. Hier ist die Steckdose, die ich das letzte Mal noch erwähnt habe, weil ja hier noch so eine Lampe hin soll, habe ich ja erzählt. Und hier kommt dann da so das Bettchen hin mit so einem schönen Himmel und so. Und dann, ja, denke ich, haben wir ein ganz schönes Kinderzimmer. Das ist eine total schöne Raumhöhe, wie ich finde hier. Und mein Vater ist auch total begeistert. Das Zimmer ist echt richtig, richtig schön geworden. Und wir haben hier das Fenster noch drin und dann die Fensterbank, die mein Vater selber gebaut hat. Und dann eben das Fenster, genau. Und hier hinten machen wir dann so Kallax-Regal hin. Und ja, hier so eine kleine Kuschelecke, je nachdem. Wir haben da ja genug Zeug, was wir hier auf jeden Fall unterstellen können. Und so sieht es jetzt erstmal hier aus. Hier muss jetzt noch einmal gespachtelt werden. Also hier, wo es geschliffen ist, muss nochmal rüber gespachtelt werden. Und dann wird hier nochmal geschliffen und dann können wir, denke ich, grundieren und danach dann auch rosa streichen endlich. Und dann können wir hier auch schon einziehen. Also das Zimmer ist halt auch schon fast fertig sozusagen jetzt. Und genau, hier oben haben wir noch so weiße Dinger. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da ist auch Strom hinter. Und das sind so Dinger, ja, wenn wir die nachher brauchen oder wenn wir halt wollen, dass wir hier Strom haben, dann können wir da Strom anschließen. Und das haben wir hier an beiden Seiten, falls wir irgendwelche Strahler haben wollen, die hier in die Ecke strahlen, damit es nicht so dunkel ist. Aber eigentlich soll hier ein Strahler hin, hier oben, der dann halt wirklich so in diese Richtung strahlt. Damit wirklich schön alles ganz hell ist hier. Und damit die Tapete auch, damit die Farbe auch glitzert. Wir haben nämlich so Farbe, die glitzert extra. Die hat so Glitzer mit drin. Und genau, das kommt dann hier hin. Genau, also streichen wollten wir jetzt dieses hier, glaube ich, komplett. Und ich glaube dieses hier. Und dies bleibt, glaube ich, wieder weiß. Also streichen wollen wir gar nicht so viel. Aber das halt so ein bisschen mädchenmäßig ist, ne? Also so ein bisschen rosa darf hier auch sein. Aber sonst ist das erstmal das Kinderzimmer hier. Ist schon eine gute Größe. Also es ist schon relativ groß. Und auch später, wenn sie halt größer ist, wenn man das Babybett und so nicht mehr braucht, dann haben wir auch hier echt genug Platz. Also dann könnte man das Bett zum Beispiel hinten in die Ecken stellen. Oder mein Vater würde zum Beispiel hier oben auch so ein Hochbett bauen, weil wir hier eben sehr, sehr hohe Decke haben. Und dann würde mein Vater ihr hier so ein Hochbett reinbauen extra, alles anpassen und dann ja, hat sie hier oben ihr Bett und dann hat sie hier unten den kompletten Platz frei. Also mein Vater hat hier schon Pläne für ein paar Jahren, aber das ist ja auch gut so. Genau, und hier muss jetzt eben nur noch einmal gespachtelt werden, hier oben nochmal geschliffen, aber das ist ja eine paar Minuten Arbeit, Felix das macht. Und genau, dann ist das hier fertig. Fußboden kommt natürlich jetzt zum Schluss rein. So, wenn wir hier rausgehen, sind wir im Flur. Muss ich noch nicht erschrecken? Ja. Hier ist ja das Schlafzimmer. Da hat sich jetzt, glaube ich, nicht so viel getan vom letzten Mal. Können wir mal reinflitzen. Stimmt, ja, mein. Ja, ach, hier stehen auch unsere Möbel. Oh.
Hier steht unser Boxspringbett. Also unser Bett steht hier schon. Ja. Und genau, mein Vater hat jetzt hier, nachdem wir grundiert haben, nochmal nachspachteln müssen, weil hier oben hat er nämlich fertig gemalt sozusagen. Also er hat hier nach der Grundierung weiß gestrichen. Sieht man ja. Und beim Streichen kamen leider die Fugen wieder raus. Das ist hier ganz doll gewesen, weil wir einfach zu wenig geschraubt haben und die Regelsplatten zu doll in Bewegung waren. Und dementsprechend müssen wir das leider alles nochmal weiß streichen. Hier hat er auch, also ihr seht, glaube ich, schon den Unterschied. Ne, hier ist nur grundiert, hier ist schon weiß. Also hier hat er eben schon angefangen, aber ist halt nicht fertig geworden, weil er hier nochmal neu spachteln musste. Seht ihr auch, das Gelbe hier hat alles nochmal nachgespachtelt. Und genau, das muss jetzt nochmal geschliffen werden. Oder ist sogar schon geschliffen, sehe ich gerade. Und dann will er jetzt nochmal weiß streichen. Also außer da oben, da muss schon wieder gespachtelt werden, sehe ich gerade. Das kam da schon wieder raus. Ja, also es ist hier eine echt blöde Arbeit gerade. Und deswegen, genau, dauert es einfach noch ein bisschen. Und hier steht schon unser Bett. Aber sonst hat sich hier noch nicht so viel verändert. Strom haben wir natürlich auch. Und dann gehen wir wieder in den Flur. Hier ist ja der Papa am Arbeiten. Liebe Grüße an Lea, ne? Ja. genau, also hier haben die Männer jetzt die letzten Tage USB angeschraubt. Was? Letzten Tage, letzten Wochen, was, weiß ich nicht. USB oder was? Ja. Ja, USB haben wir letzten Tage, das hast du. Ja, die letzten Tage USB. Mein Vater hat das Fenster verkleidet. Und genau, hier hinter ist natürlich auch USB, ne, hinter dem Regips, aber hier haben die Männer jetzt gestern das ganze Stück hier innerhalb von einer Stunde mit Regips gemacht. Kurz mal eben vorm Essen haben die hier nochmal reingehauen. Und genau, haben jetzt hier Regips. Hier hat Felix heute auch schon gemacht. Und jetzt macht er noch das da unten fertig. Und dann willst du noch diese Wand hier noch machen, ne? Ja, genau. Diese Wand, und dann hat er auch seine Aufgabe für heute erledigt. Und dann haben wir auch schon, ja, den Flur so halb verkleidet, weil dann fehlt ja nur noch hier die Verkleidung. Hier haben wir ja alles so von außen, das Kinderzimmer, alles so gedämmt schon. Und hier ist ja das Gästezimmer. Hier muss jetzt auch noch, hier USB, hier haben wir auch schon USB. Das haben die Männer auch Anfang März gemacht, genau. Hier, da ist auch schon Strom fürs Gästezimmer, Strom fürs Badezimmer auf der anderen Seite. Und hier ist auch schon die Wand drinne, die, ja, die Trennwand zwischen Bad und Gästezimmer sozusagen. Und ja, da haben wir auch schon überall USB. Was? Ja, stimmt, unten die Wand muss ich euch gleich auch nochmal zeigen. Genau, und hier haben wir jetzt eben auch schon den Badezimmereingang sozusagen. Also hier geht es dann so ins Badezimmer. Mein Vater hat die Wand gebaut. Hier ist eben so der Eingang in das Gästezimmer. Und hier sind wir jetzt eben bei mit dem Regips. Das muss ja auch alles hier mit Regips verkleidet werden. Und hier ja auch. Also eigentlich ist nur noch Regips hier oben. Und hier muss noch ein bisschen USB, also hier an die Innenwand muss noch USB, weil wir da ja den Waschtisch hinhängen wollen und Regips hält das nicht. Also da müssen wir dann so ein bisschen USB hinmachen, damit das dann auch wirklich hält und uns nicht der Waschtisch wieder um die Ohren fliegt. Genau, hier im Badezimmer kann ich euch mal kurz erzählen, wie wir das geplant haben. Also hier kommt die Badewanne hin, dann kommt da hinten die Toilette hin. Da kommt die Dusche hin. Und zwar kommt die Dusche dahin, weil hier sonst die, ja, die Deckenhöhe sozusagen zu niedrig wäre und man sich dann beim Duschen immer den Kopf stößt, beziehungsweise man ja gar keinen Duschkopf sozusagen hinhängen könnte. Deswegen kommt die Dusche hier hin. Hier haben wir eine große Decke, eine hohe Decke. Und hier kommt dann eben der Waschtisch. Und hier müssen wir eben dann USB schrauben, damit der Waschtisch auch wirklich hält. Ja, das ist so unser oberiges Bad. Hier haben wir auch das Fenster, was verkleidet ist, und auch schon alles an Stromkabel. Ja, und sonst war es das hier oben. Das hat sich bis jetzt hier oben getan.
Und dann seht ihr hier unten schon, haben wir hier die Treppe ein bisschen verrücken müssen, weil wir haben jetzt hier die alte Mauer rausgerissen. Ich zeige euch das mal, wenn wir so ein bisschen runtergehen hier. Also hier hat Felix die alte Mauer rausgerissen. Ja, ja. Und ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt. So, genau. Also hier war ja vorher diese alte Mauer mit der Tür und dem Fenster. Und wir haben jetzt hier eben eine neue Wand und hier auch eine neue Tür. Also die Tür war vorher ja da hinten. Aber die haben wir jetzt hierhin getan, weil wir auch schon eine Treppe besorgt haben. Also die spätere Treppe, die hier eben reinkommt. Die Bautreppe hier bleibt ja nicht. Sondern wir haben jetzt eine richtig schöne Treppe besorgt. Und die kommt ja hier hoch. Also die ist so links gewendet und geht dann so hoch. Und wenn die Tür da geblieben wäre, dann wäre man ja nicht mehr durchgekommen, weil die Treppe ja da ist. Und dementsprechend haben wir die Tür jetzt hier. Und dann läuft die Treppe hier lang. Klar, man sieht dann immer noch die Tür, das verkleiden wir aber. Sondern, und die Tür geht dann auch nach außen auf und man kann dann unter die Treppe sozusagen durchgehen und dann nach draußen. Weil diese Tür ist ja auch nur dafür da, dass ich halt ganz schnell zu meinen Eltern kann, weil wenn wir hier durchgehen, zack, dann wohnen halt da unten meine Eltern. Da. Und dass wir einfach mal ganz schnell hier runtergehen können, deswegen haben wir hier überhaupt die Tür. Und deswegen muss sie auch gar nicht so, ja, sichtbar oder deutlich sein, sondern einfach nur so ein ganz schneller Durchgang. Hier steht noch unser Laminat übrigens. Und ja, das heißt, wir haben jetzt hier die neue Wand. Und auch hier unten, auf der anderen Seite hat Felix die Wand geschlossen. Das war ja auch noch gar nicht. Und hier sieht das Ganze eben auch so aus. Hier haben wir halt so USB und das bleibt auch so. Hier kommt gar nichts mehr rauf. Das bleibt so. Und hier eben auch mit USB. Das können wir uns auch nochmal von innen angucken. Gehen wir nämlich hier durch. Die Mauer kommt hier übrigens auch weg. Und deswegen haben wir hier auch schon so einen Durchgang. Genau. Hier ist eben auch schon die Wand sozusagen. Und einige haben mich eben gefragt, wie es hier unten aussieht. Jetzt sind wir nämlich hier unten in unserem Wohnzimmer. Ja, hier ist im Moment nur Lagerfläche für unsere Möbel. Ich schiebe mal das Licht hier so ein bisschen. Hier unten ist nämlich Sägebereich im Moment. So, schieben wir mal das Licht. Genau, die kleine Maus, die schläft übrigens. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Schläft. Genau, also hier sägen die Männer gerade derzeit und es ist halt einfach... Ablagefläche für alles. Also das sieht ja aus wie ein riesengroßes Chaos. Wir haben hier unsere Küche stehen. Unsere Küchenschränke. Da ist unsere Couch, unser Esstisch. Also hier ist im Moment alles nur mit Möbeln voll. Hier liegt der Bauschutt der Wand. Und ja, hier auch noch Küche und alles. Also im Endeffekt ist das hier im Moment nur Lagerfläche und wir haben hier auch noch nicht weitergemacht. Weil erstmal die Priorität natürlich auf oben liegt und hier wird eben dann weitergemacht, wenn wir oben fertig sind. Hier ist ja unser Bad, also hier ist die Wand, die ich euch gerade gezeigt habe und hier ist ja unser Gästebad. Hier ist Felix' Büro, da ist unser Flur, da ist mein Büro und das Ganze ist hier unser Wohnzimmer. Genau, und hier wird eben dann erst weitergemacht, wenn wir oben fertig sind. Beziehungsweise macht Felix jetzt die nächsten Tage hier die Decke. Also er dämmt die Decke, damit es oben eben wärmer ist. Weil die meiste Wärme, die wir jetzt oben verlieren, ist hier eben durch den Fußboden. Und dass wir oben eben schon frühzeitig einziehen können, wird jetzt hier die Decke gedämmt. Und dann verlieren wir eben nicht mehr die ganze Wärme hier nach unten. Aber sonst hat sich hier unten wirklich nichts verändert, außer jetzt hier eben die Wand. Und eben hier die andere Wand. Und die Wand kommt dann auch noch komplett raus. Und dann, haben wir hier unten ja auch schon gar nicht mehr so viel zu tun. Also hier ist es im Endeffekt ja nur Wände stellen und die Außenwand dämmen. Und dann hat man hier auch gar nicht mehr so viel zu tun. Also mein Vater sagt, das geht hier unten relativ fix. Und das glauben wir ihm auch. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Oh, ich komme hier nicht durch. Die fette Sau. So. Der Mann arbeitet hier.
fleißig. Diese komischen Posen, den ich hier rufe. Ja, das ist wirklich sehr erotisch. Das freut mich. Ja, genau. Also er macht jetzt hier noch die Wand zu Ende, die Ecke. Und dann haben wir das hier auch schon gemacht. Dann kann hier auch schon wieder gespachtelt werden. Und sieht es bald auch so aus wie im Kinderzimmer. Ich finde den Raum so schön. Ja, genau. Also hier kommt auch noch so eine halb hohe Wand, ungefähr diese Höhe, ne? Wo die Dachlatte hier steht. Oben und bei, genau. Da machen wir so eine halb hohe Wand, genau. Bis da hinten zum Stromkabel. Also das Stromkabel kommt da rein sozusagen, ne? Das ist kein Stromkabel. Also ein Schalter. Ja, Strom ist für einen Schalter ist es. Ja. Genau, weil der Lichtschalter kommt hier in die Wand rein. Und das ist eben so eine Wand, ja, als Brüstung sozusagen, als Geländer für die Treppe eben, dass man hier eben nicht runterfällt. Und der Lichtschalter, wenn man hier nach oben kommt, kommt dann eben hier so an die Seite. Genau. Das habt ihr jetzt auch die nächsten Tage vor, ne? Ich denke auch, wenn du dann mal Langeweile hast, macht er das. Ja, dann kommt hier eben so eine Wand hin, hat man hier eben so eine Brüstung. Und für unten haben wir ja das Geländer, das ganz normale von der Treppe. Kaputt. Kaputt gemacht? Nö. Ja, meine Lieben, und das war's dann auch. Das war jetzt so das Baustellen-Update hier, wie es gerade hier derzeit aussieht. Ich nehme euch natürlich mit, wenn es sich weiterentwickelt und wie es denn weiter aussieht hier und wie, ja, wir es weiter verschönern als unser Eigenheim. Felix macht jetzt noch ein bisschen weiter und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!